Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Sonntag nach Pfingsten feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Im Unterschied zu den meisten Festen im Kirchenjahr geht es dabei aber nicht um ein Ereignis, das wir feiern, sondern eher um ein bestimmtes Thema, eine Glaubenswahrheit. Und es ist tatsächlich eines der wichtigsten Themen in unserem Glauben, denn es geht um das Wesen Gottes, aber es ist gleichzeitig auch eines der schwierigsten Themen. Es hat durchaus auch schon öfters zu Missverständnissen geführt. Da sind Vertreter anderer Religionen zu Christen gekommen und haben gesagt, wie ist das eigentlich, ihr glaubt doch an drei Götter, oder? Natürlich glauben wir Christen nicht an drei Götter, sondern wir glauben an einen Gott in drei Personen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Darüber haben sich auch Gelehrte schon den Kopf zerbrochen. Ist es vielleicht wie jemand, der drei verschiedene Masken anzieht, mal die eine, mal die andere? Oder ist es wie mit Wasser, das mal flüssig erscheint, mal fest als Eis und mal als Wasserdampf? Oder ist es wie mit drei Kerzen, die, wenn man ihre Flammen zusammenhält, eine große Flamme bilden? Ich glaube, diese Vergleiche, und es hat noch viel mehr gegeben, die so gefunden worden sind, die haben alle vielleicht einen guten Ansatz, aber keiner trifft es so ganz. Gott ist einfach unvergleichlich. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlimm, wenn wir die Dreifaltigkeit nicht bis ins letzte Detail mit dem Verstand begreifen können. Sondern ich glaube, es geht vor allem darum, sie mit dem Herzen zu begreifen. Und da spüre ich eine große Dankbarkeit. Denn es geht darum, Gott ist nicht einer, der irgendwo weit weg im Himmel sitzt und mit allem anderen nichts zu tun haben will, sondern Gott ist schon in sich Gemeinschaft, er ist in sich Beziehung. Und diese Gemeinschaft und Beziehung möchte er auch mit uns Menschen haben. Und das, finde ich, das ist was ganz Großartiges, was Wunderbares. So heißt es im Evangelium dieses Dreifaltigkeitssonntags, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Und auch wenn Jesus nicht mehr leibhaftig auf der Erde lebt, so dürfen wir ihn doch durch seinen Geist spüren, den man vielleicht als die Kraft Gottes beschreiben kann, der aber noch viel mehr ist als einfach nur eine Kraft, sondern auch er ist göttliche Person. Und das finde ich so wunderbar, dass Gott auf diese Weise bei uns sein möchte und mit uns Gemeinschaft und Beziehung haben möchte. In diesem Sinne einen schönen und frohen Dreifaltigkeitssonntag.